Volkswagen lud zur Präsentation der Cross-Modelle auf den Tulbinger Kogel in Niederösterreich. Highlight der Veranstaltung war der nagelneue Cross Polo, der, wie bei allen Cross-Modellen, vor allem optisch anders auftritt als die Standardversion. Man erkennt die Cross-Modelle auf den ersten Blick, weil sie doch in Richtung SUV-Optik gehen. Und das ist der optische Grund, aber natürlich gibt es auch sehr viele praktische Gründe. Sie haben ein bisschen eine erhöhte Bodenfreiheit, man sitzt höher, man hat eine bessere Rundumsicht und es ist natürlich dementsprechend ein leichterer Einstieg möglich. Beim neuen Cross Polo wurde die Bodenfreiheit um 15 mm erhöht. An Front und Heck ist ein silbern abgesetzter Unterfahrschutz angebracht. Schwarze Abdeckungen an den Radläufen sowie Schwellern und Türen sollen ebenfalls für Offroad-Feeling sorgen. Dazu gibt es Nebelscheinwerfer sowie silbern lackierte Außenspiegel und Dachreling. Im Innenraum sitzt man nicht nur höher, sondern auf Sportsitzen mit Cross-Polo-Stoffbezügen. Als Antrieb stehen drei Benzin- und zwei Dieselmotorisierungen zur Wahl, Leistungsspektrum zwischen 75 und 110 PS. Auch ein 7-Gang-DSG kann bestellt werden. Die Preise des neuen Cross Polo beginnen bei 16.490 Euro.